So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt nochmal dabei, versuchen es mal. Hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Und zwar habe ich so ein bisschen geboostet jetzt hier, ein bisschen den RAM freigeräumt. Tja, gucken wir mal, ob das jetzt besser geht. Ja, man muss doch ein wenig, hin und wieder muss man noch ein bisschen probieren. Aber irgendwann hoffe ich, dass es funktioniert. Ich habe es hinbekommen, das war gar nicht so leicht. Also, das war auch mehr oder weniger ein reiner Zufall, dass ich jetzt tatsächlich rausgefunden habe, wie es geht. Aber ich könnte jetzt sogar Need for Speed No Limits aufnehmen. Also, würde mich mal interessieren, ob euch das jetzt so interessieren würde, aber wahrscheinlich kommt die Folge eh erst, wenn ich das schon längst gemacht habe. Was mir noch ein bisschen fehlt, ich habe jetzt also, der Server ist natürlich also wieder online und leider der Einzige, der bisher auf dem Server war, also das war einfach mal der Smart LP, der war schon auf dem Server hier. Und der YT-Notplan, also kennt ihr ja, wisst ihr mittlerweile, wer bei mir zuschaut und immer mal dabei ist, das gibt ja eigentlich immer wieder die gleichen Namen. Ne? Es gibt Leute, die sind einfach mal kurzzeitig dabei, die kommen mal so für einen Zeitraum zu mir, zum Kanal. Aber es gibt Leute wie der Shox zum Beispiel, der war recht lange da, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Der YT-Notplan ist schon eine Weile da, der ist auch schon öfter aufgetaucht im Kanal. Ja, also so ist das. Brille 15, Alexander Klimtschuk, einer der ersten überhaupt, der in meinem Kanal jemals aufgetaucht ist. Auch der immer noch da. Also das ist schon krass. Also wenn man so sieht, welche Leute einen so, weil wenn man YouTube macht, über lange, lange Zeit begleiten. Ich meine, natürlich ist es klar, das, was ich hier mache, das wird irgendwann deinem Anspruch nicht mehr genügen. Irgendwann wird es dir nicht mehr gefallen. Irgendwann wird es dir zu langweilig sein. Das ist völlig klar. Das ist total normal. Aber ja, es gibt tatsächlich Leute, die wirklich schon über so lange Zeit hier dabei sind. Und wie gesagt, als ich das Gewinnspiel gemacht habe und Shox das Gewinnspiel gewonnen hat, habe ich ihm natürlich extrem gegönnt, weil Shox einer von denen ist, die sehr aktiv bei mir hier sind. Aber dem Alexander Klimtschuk hätte ich, das muss ich sagen, ganz genauso sehr gewünscht. Also wenn der gewonnen hätte, er hätte es auch sehr verdient gehabt. Und eigentlich freue ich mich schon drauf, wenn irgendwann mal wieder, wenn der Kanal wieder ein bisschen angelaufen ist, vielleicht jetzt durch die Minecraft-Folgen, wenn wieder ein paar Klicks kommen, wenn wieder ein paar Leute reinschauen. Also ich habe jetzt zurzeit ja wirklich Spiele gespielt, die haben nun mal die wenigsten von euch interessiert. Ne? Also das, wenn man da sieht, Valiant Hearts, Evo Creo, und Leisure Suit Larry, das sind alles drei Spiele, ja, war vielleicht doof, ich hätte vielleicht sagen sollen, ich spiele die nacheinander, das heißt also Valiant Hearts und Evo Creo zum Beispiel nacheinander, oder Valiant Hearts und Leisure Suit Larry zumindest, dann hätte ich nämlich Minecraft durchziehen können, aber ich muss ehrlich sagen, ich war bei Minecraft einfach sehr damit beschäftigt, die letzten Tage, da irgendwie einen richtigen Server an den Start zu kriegen. Und da habe ich das so ein bisschen vernachlässigt, das Spielen. So, jetzt haben wir hier erstmal ein tolles Steingebilde. Ach, gucke mal, jetzt haben wir ein Problem. Wie machen wir das jetzt mit dem Licht? Erzähl mal. Wollen wir... Ich gucke das schon wieder. Wollen wir von hier unten... Das war so klar, es war so klar. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder das Gleiche. Kommt doch mal hier. Wenn wir von hier unten aus das Licht oben einschalten können mit dem Hebel. Könnte ich ja machen, oder? Was jetzt? Fliege ich immer noch? Ja, ich bin immer noch geflogen. Toll, kann man hervorragend, kann man reinschauen. So. Echt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ruckelt es wieder. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Verdammt nochmal. So. Also, die Musik vielleicht im Hintergrund. Vielleicht muss ich die ausmachen. Das gibt's doch gar nicht. Ernsthaft. Das Sheet-Tablet hat einen...
Super Prozessor, hat super Leistung. Das müsste deutlich mehr können, als mein Xperia Z Ultra konnte. So, na gut. Ich müsste das vielleicht. Lass uns das mal probieren. Ich mache. Also wir können natürlich jetzt hier nochmal ein Eigenlicht. Oh. Einen Eigenlichtschalter hinbauen. Aber natürlich kann ich auch sagen, ich baue hier Lampen ein, die mit dem Lichtschalter von unten eingeschaltet werden. Könnte rein theoretisch doch gar nicht so schlimm sein. Dann haben wir aber hier wieder so eine 3-Block-dicke Steindecke. Das ist natürlich dann auch der Hammer. Ich gucke mal. Wir schauen uns das mal an. So. Mal schauen, was wir hier hinkriegen. Oder natürlich, man könnte auch machen, das Licht geht automatisch an, wenn es draußen dunkel ist. Aber es ist ja Quatsch, weil drinnen ist es eigentlich fast immer dunkel. Ich habe noch keine Fenster, ich weiß. Das kommt auch noch. Bei Fenstern, ich kenne mich mit Fenstern nicht so aus. Ich weiß nicht. Diese neuen Scheiben, das ist ja. Gab es ja mal früher noch nicht. Und die gefallen mir irgendwie auch nicht. So diese Sandgeschmolzen Glasblöcke, das ist mir irgendwie, gefällt mir das besser. Weiß nicht. Das sieht so massiver aus. Guck mal hier, Cobblestone als Haus ist auch wirklich das Allerbilligste. Allerbilligste. Muss man auch mal dazu sagen. Nichts optisch, nichts Schönes. Aber wenn wir den Kasten einmal stehen haben, haben wir erstmal zu Hause. Dann können wir immer noch im Hin Nachhinein optische Feinheiten ranbringen. Hier ein Redstone-Block. Da ein Eisenblock. Ich meine, das ist ja das Doofe, ist ja. Kreativmus ist ja, eigentlich gefällt mir Kreativmus echt. Ich habe ja schon mal dreimal erzählt. Habe ich schon oft erzählt. Kreativmus hat so diesen Nachteil, dass man einfach alles nehmen kann. Deswegen nehme ich wirklich nur Cobblestone. Weil ich, wenn ich jetzt hier mit Ziegelblöcken baue, eigentlich wäre das so ein extremer Aufwand, Ziegelblöcke zu schaffen. Und ich, das hat für mich was von Cheaten, wenn ich das so hier mache. Deswegen lassen wir es einfach so, wie es jetzt ist. Genau, also die Redstone-Lampen selbst sind ja auch schon so ein. Ich habe eigentlich gedacht, dass man früher mal normale Fackeln mit Redstone schalten konnte, ein- und ausschalten konnte. Aber ich weiß nicht, ob das ging, glaube ich, am Rechner mal irgendwann, aber das geht heute wohl nicht mehr. So, jetzt kann man, hier könnte man jetzt wieder runtergehen. Und schon ruckelt es wieder. Dabei habe ich nicht mal ein Texturenpaket, gar nichts. Da kann man nichts verletzen. Ich muss wieder umschalten, ja. Ich muss es wieder umschalten auf Survival, damit wir ein bisschen Spaß haben. Und dann muss man, also gut, Scheiben muss ich auch, Fenster muss ich auf jeden Fall einbauen. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier. Wo sind denn so unsere Lampen? Die Lampen sind, ich glaube immer hier so. Da ist eine, glaube ich. Da auch. Ne? Müsste so passen. So hier auch. Da. So eine von der Ecke weg jeweils. Das könnte jetzt so hinhauen. Und jetzt muss ich nur mal gucken, wo jetzt hier genau die Mitte ist. Das mache ich dann von oben. Das heißt, jetzt gehen wir mal nach draußen. Von draußen. Gehen hier am Rand. Und ruckeln uns am Rand hier lang. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht, dass das hier so rumruckelt. Absolut gar nicht. So, und jetzt haben wir hier ein Problem. Haben wir nicht? Nö, haben wir nicht. Vielleicht auch doch. Jetzt ist sie nämlich aus. Uiuiui. Das wird ein bisschen komplizierter, die ganze Sache. Hey, rein da. Warte mal, hallo. Also ich wäre echt im Survival Game, hätte ich keine Chance, ne? Treffe nicht mal so ein Loch hier. So. Jetzt könnte man hier einen hinmachen. So, das wäre dann der. Ach so, wir wollen ja da hoch. Ach klar. Da hoch müssen wir.
Haben wir das Loch getroffen. Auch nicht schlecht. Hier hoch wollten wir ja. Na bitte. Das heißt, den weg. So. Ich glaube echt, dass das so rumleckt und spackt jetzt gerade wegen des Redstones. Guck mal. Oh, das gibt's ja gar nicht. Echt. Der RAM kann nicht so voll sein. Überall, wo ich Redstone hinbaue, leckt das hier so rum. Das gibt's ja gar nicht. So, und jetzt wollen wir da eine Lampe haben. Das heißt also quasi. Genau so dachte ich mir das. Die müsste jetzt, eigentlich müsste die Lampe jetzt an sein, glaube ich. Können wir das mal eben schnell hier so probieren? Genau, an. Redstone-Lampe, na toll. Wird nicht gehen. Hab da schon so ein komisches Gefühl. Dann doch so. Da muss die eben hier hin. Rissige Steinziegelplatte ist das Falsche. Kann man mal bitte, hier. Gib mir doch mal bitte den normalen Bruchstein. So. So. Bin mir gerade ein bisschen unklar darüber, womit ich ja eigentlich gebaut habe, muss ich zugeben. Ach, gucke, die war tatsächlich falsch gesetzt. Ja, bitte, siehst du? So. Jetzt gucken wir mal, ob das dieser bis dahinter reicht. Die wird unterwegs ausgehen, ne? Genau. Die wird aus. Nö. Die ist an. Das geht also schon mal weit genug. Da habe ich irgendwas falsch gebaut gehabt bei der einen. Boah, das Rumgespacke, das geht mir ja total auf den Geist, ey. Hier müssen wir uns noch was überlegen. So, jetzt haben wir das. Jetzt bin ich ja gespannt. Ob das noch bis zu der anderen hervorreicht. Oh, bist du doof? So, jetzt da. Oder ob das echt daran liegt, dass ich den Bildschirm kleiner gestellt habe, ich kann mir das nicht vorstellen. Na gut, irgendwas ist, läuft hier im Hintergrund und macht das Smartphone, das Tablet im Moment ein bisschen untauglich. Ja, guck mal, jetzt ist es zu lang tatsächlich. Ja, hier ist Schluss. Na ja, dann. Einmal negieren. Und nochmal negieren. Und dann sollten wir da sein. Jawohl. So, unsere Repeater. Also, eine Spider. Haben wir erstmal das geklärt. So, dann danke ich dir wieder mal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Mal wieder einschaltest, weil wir bauen ein Haus aus ohne Glas bisher. Ein Haus aus ohne Glas, ohne Zahn. Naja, jedenfalls sage ich einfach mal, ich möchte gerne hier rein. Tschüss, bis zur nächsten Folge, bleib mir schön gesund, mach's gut und lass es dir gut gehen. Ja, du weißt schon. Ja, tschüss.